im Griff. So, zum Bremsen von dem Flugzeug hat eine sogenannte Störklappe, die werden wir dann sehen, die wird aus dem Flügel rausgehen. Und er verabschiedet sich. Wunderbar! Wie eine richtige Idee gegeben sind, wäre er jetzt auch in Base überfliegen und dann sauber auf die Piste landen. Hause nicht ganz so einfach, wenn man da anfliegt mit einem richtigen Flieger. Man sieht die Piste erst sehr spät, dann müssen wir uns selber suchen. Aber natürlich ganz einen schönen Segelflugplatz. Und ich sehe die rote Klappe in der Mitte vom Flügel, die also den Auftrieb vermindern. Und ich sehe, er wird jetzt auf dem Hauptfahrwerk aufsetzen. Perfekt, neben Sie. Herzlichen Applaus nochmal für die DG-1000 aus Frankreich. Einfach kein Motorlauf dran. Nein, schnell zu. Mitfliegen mit einer richtigen. Das ist etwas, original hat eine Rollzeit unter einer Sekunde. Und kann sagen, wie der erlebt. Ja, das ist ungefähr. Das ist ein unglaublich. Ja, das Problem ist, dass wir nicht mehr so gut draufkommen. Ja, das ist schon auch für andere, muss man. Thank you.
8:30. Ich bin schon mal kein Mädchen. Optimiert, er braucht immer weniger Treibstoff, immer weniger Personal ist drin, immer mehr ist in der Luft als am Boden. Und betreffend den Treibstoff, sie müssen vorher den Treibstoff natürlich zollfrei. Yeah, I kept 1081.